Gig-Performer ist einer der neuen Sterne am Himmel der virtuellen VST-Hosts bzw. der virtuellen Instrumenten-Hosts. Und den Basis-Workflow von Gig-Performer möchte ich euch gerne in diesem Video zeigen. Wir haben hier unsere Oberfläche. Im Fallmenü können wir neue Gigs erstellen, wir können existierende Gigs öffnen und wir können Gigs speichern. Wir können aber auch einzelne Rackspaces importieren oder exportieren. Was ist ein Rackspace? Wir haben links hier unsere Liste an verschiedenen Rackspaces und ein Rackspace kann man sich eigentlich wie ein Patch vorstellen, also eine Einstellung mit verschiedenen Instrumenten und Effekten und verschiedenen Routings. Wir können uns verschiedene, beliebig viele Rackspaces anlegen, können die benennen, zum Beispiel Song 1, Song 2 und Song 3. Links haben wir die Liste an Rackspaces und rechts sehen wir unser Rackspace. Das hier ist es erstmal leer. Wir können uns hier verschiedene Höheneinheiten aussuchen. Und wir können jedes Rackspace mit Widgets füllen. Das zeige ich aber später erst, denn erstmal brauchen wir das gar nicht. Jedes Rackspace besteht aus dieser Vorderansicht, die wir hier haben, und einer Hinteransicht. Und wenn wir mal zu dieser Backview wechseln, dann sehen wir diese Ansicht. Hier haben wir verschiedene Blöcke, und zwar in diesem Fall ein MIDI-In-Block, ein Audio-In-Block und ein Audio-Out-Block. Und das ist alles, was wir jetzt erstmal benötigen, um ein Instrument zu spielen. Wir klicken mal rechts und fügen ein Instrument ein, nämlich in diesem Fall den Silent One. Wählen hier mal ein Preset aus, in diesem Fall das Jill-Pad. Um den Silent One jetzt spielen zu können, müssen wir erstmal unser MIDI-Keyboard mit dem Synthesizer verbinden. Das machen wir ganz modular, indem wir den MIDI-Eingang wählen, mit dem Silent One verbinden und nun den Audio-Ausgang des Silent One mit unserem Soundkarten-Audio-Ausgang verbinden. Da Gig-Performer immer in Mono-Kanälen denkt, müssten wir eigentlich auch Mono verkabeln, aber wenn wir die Shift-Taste gedrückt halten, dann werden immer Stereo-Verbindungen gemacht. So, sobald wir das verbunden haben, können wir den Synthesizer jetzt spielen. Genügt uns der reine Klang dieses Synthes nicht, können wir natürlich auch Effekte benutzen, zum Beispiel von Native Instruments diese Lexikon-Simulation. Das funktioniert ganz einfach, virtuell verkabeln mit gehaltener Shift-Taste und wir haben hier jetzt unser erstes Effekt-Routing. Benötigen wir weitere Effekte, so ist das natürlich auch kein Problem, zum Beispiel ein Delay, das wir dann direkt hinter dem Hall einfügen können. In dem Fall sind hier jetzt standardmäßig Mono-Routings erstellt, das müssen wir erstmal ändern, damit wir jetzt auch Stereo arbeiten können. So, wir haben also eine ganz schöne übersichtliche Visualisierung unseres Signalflusses. Möchten wir nun noch ein zweites Instrument haben, ist das natürlich auch kein Problem. Wir nehmen jetzt nämlich mal Keyscape von Spectrasonics, verbinden das mit unserem MIDI-Input, verbinden Keyscape mit unserem Audio-Output und haben jetzt beide Instrumente gelayert. Soweit, so gut. Möchten wir jetzt was an der Lautstärke beider Instrumente ändern, so können wir das entweder direkt im Plugin machen oder wir greifen zu einem der neuen Features der Version 2, nämlich den Audio-Mixern. Das funktioniert folgendermaßen. Wir wählen Audio-Mixers und Audio-Mixer 8 Kanäle, das reicht uns erstmal. Und schon bekommen wir dieses Fenster angezeigt und können jetzt unsere Routings vornehmen. In dem Fall möchte ich jetzt die Effekte
nach dem Mixer haben. Sieht dann also so aus. Wir brauchen nur zwei Ausgänge. Und die ersten beiden Eingänge bekommt der Silent One. Und die beiden weiteren Eingänge bekommt Keyscape. Jetzt haben wir hier unseren Mixer. Wir können noch einen Namen vergeben. Und können nun, wie wir das von unserer DAW kennen, auch mischen.